Und ein Moinsen zum Review-Podcast zum 2:0 Heimsieg gegen Jahn Regensburg. Der Stadion-Vlog ist ja jetzt auch mittlerweile online. Natürlich jetzt ein paar Tage verspätet, da ich es hat am Freitag schon ein bisschen angefangen mit der Allergie, Frühblühe und so weiter bei mir mit Heuschnupfen am Start. Dann Samstag Stadion frei gehabt, also Freitag geschafft, Ferienjob und dann Sonntag eigentlich auch Ferienjob. Auch heute, auch Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich, aber dann ist es doch erst wieder morgen. Es hat mir einfach reingeschlagen mit Bronchitis und meiner typischen Krankheit einfach immer wieder aufs Neue. Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Allergie, also Nase läuft und so weiter und so fort. Ständiges Gehuste, das ist jetzt hier auch noch gerade noch ein bisschen wieder am Aufkommen. Macht die Podcast nicht unbedingt einfach, wenn man gefühlt jeden dritten Satz husten muss. Aber gerade hält sich es ein bisschen zurück noch. Deswegen jetzt erst quasi so spät der Stadion-Vlog. Eigentlich versuche ich es ja immer gerne vor Sonntagabend um 0 Uhr hochzuladen, weil es dann noch quasi vor den Zusammenfassungen von DAZN und Bundesliga bei Bild online geht. Wäre auch locker möglich gewesen, aber jetzt halt, also in normalen Umständen wäre es locker möglich gewesen, Samstagabend direkt zu schneiden. Aber es ist, was es ist. Jetzt kommt noch ein Review-Podcast heute Abend noch am Mittwoch. Mach gleich noch den Preview-Podcast für Fürth und bereite mal den Fürth-Trailer soweit vor. Also in Hinsicht darauf, dass dann die PK noch kommt, am Freitag. Dann kommt die noch mit rein. Und dann kommt morgen die Preview und am Freitag dann der Trailer. Da ich ja am Freitag dann, das ist ja das Komische, morgen schaffe ich dann ganz normal. Dann habe ich Freitag, Samstag, Sonntag frei, weil wir dann Freitag schon wieder nach Ansbach fahren, da eine Nacht machen und dann am Samstag das Spiel in Fürth ist und abends treffen wir uns noch mit Leuten und dann am Sonntag geht es wieder heim. Von dem her, das stand aber auch schon länger klar, dass ich da frei habe. Oder dass halt so der Dienstplan ausgelegt ist, dass ich da frei habe. Ist jetzt halt Scheiße gelaufen. Nur einen Tag kann ich da jetzt mithelfen an dem Donnerstag. Sonst war es quasi gefühlt eine freie Woche, auch wenn jetzt natürlich krank sein frei ist, aber halt kein aktives Freisein, was dir großartig was bringt. Liegt dann hauptsächlich im Bett rum und so weiter, ne? Und der große, schöne Bullshit in diesem Vlog. Bin echt nicht zufrieden damit. Erstens, relativ kurz, aber es ist eigentlich nicht schlimm, aber halt, ne? Das hatte ich noch nie. Einfach die scheiß Dateien von dieser GoPro runterzogen, in die Datei rein, in Premiere rein. Kein Problem, nichts. Noch nie irgendwie ein Problem damit gehabt. Auf einmal Kompatibilität, keine Ahnung. Kompatibilität, okay, ja. Das war, glaube ich, schon richtig. auf einmal wollte sie einfach nicht mehr. Hat einfach keinen Bock gehabt, Premiere. Es gab ein Update, deswegen dachte ich, das wäre vielleicht der Grund, aber auch das nicht. Danach hat es auch nicht funktioniert. Richtig schön, diese Scheiße. Dann diese Fragen, wie viel es am Anfang waren. 25 Einzelclips oder sowas. Von der GoPro mit OBS über Bildschirmaufnahme aufgenommen. Weil andere Sachen, keine Ahnung, ich hatte versucht, irgendwelche Sachen zu finden online, nach dem Motto, ich wandle die einfach um in eine andere Datei, also ein MPEG oder irgendwie sowas, aber das kostet ja alles dann in der Menge, die ich da hätte umwandeln wollen. Auch dieses YouTube-Downloader-Zeug, selbst diese scheiß Musik, die ich jetzt drin hatte, habe ich über OBS aufgenommen, weil ich das MP3, nicht mal mehr YouTube to MP3 hat funktioniert. Oder halt nicht über diese typischen illegalen, sage ich jetzt mal, einfach Online-Seiten. Also ganz, ganz komische Geschichte, dieser Vlog. Ich hoffe mal, dass es dann, weil es ja immer was Besonderes ist und relativ geil wird wieder. Oder was heißt relativ, wird ziemlich geil wieder in Fürth. Natürlich immer spielabhängig, aber auswärts macht einfach Bock, dass es da dann funktioniert mit den Dateien. Und ich nicht wieder dieselbe Scheiße machen muss, weil obwohl OBS eigentlich recht gut ist, hat es halt trotzdem die meisten Dateien einfach am Hängen. Wenigstens ist die Davitos nicht am Hängen, das sieht man relativ flüssig. Aber sonst, völlig für den Arsch, habe ich auch einen Kommentar hinterlassen. Aber keine Chance und auch kein Plan, was der Kack sollte da jetzt von Premiere. Aber da konnte ich jetzt nicht viel dagegen machen, leider. Aber der Spieltag an sich
da muss man definitiv zufrieden sein mit. Also jetzt sind wir wieder Zweiter, der HSV verliert gleichzeitig 2-0 zu Hause gegen Pauli. Also am Anfang, ich habe die Zusammenfassung angeschaut, also am Anfang hatte Hamburg schon zwei, drei dicke Dinger, zwei, drei dicke Chancen, Latte, Pfosten, aber ab da war es anscheinend dann keine gute Leistung mehr vom HSV. Also schon krass. Jetzt haben die beide Derbys in der Saison, einmal in Pauli, einmal zu Hause bei sich, mit 2-0 gegen St. Pauli verloren. Ziemlich heftig. Und wir sind jetzt erstmal wieder, was heißt wieder? Doch, ja, wieder waren wir schon mal Zweiter, bestimmt. Aber es ist ewig her, wir haben die ganze Zeit diesen scheiß dritten Platz inne, jetzt sind wir einfach Zweiter. Extrem, extrem angenehm. 3 Punkte Abstand auf Hamburg, ebenso 3 nach oben Richtung Bielefeld, die es noch geschafft haben, gegen Hannover zu gewinnen, wo ich auch sagen muss, ja, das ist einfach dann, Glück gesagt, Spitzenmannschaft. Weil das Spiel hatte, ich habe es ein bisschen angeschaut gehabt, aber auch was man so liest, hatte Hannover das Spiel eigentlich quasi unter Kontrolle, auch die besseren Chancen hätten das Spiel, ja, zumindest mal nicht verlieren dürfen auf jeden Fall. Und dann fällt dieses 1-0, irgendwann 81., 82. Da muss ich einfach sagen, damit habe ich gleich wieder eine Überleitung zum VfB-Spiel. Wenn das Tor zählt, was Bielefeld da erzielt hat, dann hätte das 1-0 bei uns von Mangala auch zählen dürfen müssen, wie auch immer. Weil das war genau dasselbe, es war auch minimales Wegziehen in einem Zweikampf, der an sich mit dem Tor am Ende nicht viel zu tun hat. Beziehungsweise bei Bielefeld gab es sogar noch mehr zu tun gehabt mit dem Tor der Zweikampf. Bei uns war es ja irgendwo am ersten Pfosten. Das hat nicht viel damit zu tun gehabt, dass der Mangala den noch 16 Meter danach reinhaut. Das ist ja wieder dann absolut, ja, eine vage Auslegung und es ist wieder ein Durcheinander. Jeder Schiri legt es anders aus, aber wenn du das bei uns Videobeweis abpfeifst, das 1-0, dann kannst du, darfst du, musst du vielleicht das bei Bielefeld auch gerne da abpfeifen. Da wieder einmal nur, keine Ahnung, verschiedene Bewertungen, jedes Mal aufs Neue. Das ist echter Wahnsinn, jedes Mal aufs Neue. Videobeweis ist wieder so ein großes Thema. Also allgemein, das Spiel war jetzt nichts Besonderes. Also da kann mir keiner was erzählen, das Spiel war nichts Besonderes gegen Regensburg zu Hause. Die erste Halbzeit war jetzt auch nicht wirklich besonders. Regensburg war eigentlich, ja, also als wir reinkamen, kam direkt dieser krasse Kopfball, den Kobel rausfischt. Hat eine gute Leistung gezeigt, wieder Kobel. Also Regensburg war ja ein relativ ekliger Gegner. Also die waren nicht schlecht dabei. Und dann, erste Halbzeit war nicht großartig besonders irgendwie das Spiel, ne? Also hat mir auch nicht großartig, war nicht gefallen. Also ich fand es jetzt nicht scheiße oder sowas, wie wir gespielt haben, aber es hat mir einfach nicht zugesagt, war halt relativ langweilig. Zweite Halbzeit wurde ein bisschen besser und dann kam direkt diese bescheuerte Szene. Ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit. Wo einfach ein Foul an unserem Keeper war und danach geht der Ball rein. Der Schiri hebt den Arm und sagt, nee, zählt nicht, oder Tor zählt nicht, ist abgepfiffen schon davor wegen dem Foul. Läuft zum Linienrichter und sagt, also, komm, lass mal das mal zählen. Der zeigt auf die Mitte, zählt, das Tor geht zum Videobeweis. Ah nee, scheiße, stimmt ja, hab's ja vorhin abgepfiffen, war ja ein Foul. Ah, sorry, hab ich wieder im Kopf gehabt. Stimmt ja, war ja ein Foul. Pfeif mal ab. Also, dieser Videobeweis, also tut mir leid, das war ja so ein Müll wieder. Also so eine eindeutige Scheiße, wirklich so komplett eindeutig. Der foult den Keeper von uns sowas von klar, macht danach das Tor auf einmal, der Schiri pfeift schon ab, nachdem er das Foul gesehen hat. Das heißt, vom VfB hat keiner mehr reagiert auf diesen Nachschuss. Ich meine, der Erste war auch schon hinter der Linie, den Kobel noch dann rauszukratzen versucht. Aber auch der Schuss danach war keiner mehr aktiv dabei von VfB-Spielern, weil einfach abgepfiffen war. Fertig aus, da war abgepfiffen. Und da gibt er, das muss man erklären, warum der Linienrichter da dann das Tor gibt. Und dann, dass er sich das nochmal per Video Assistant anguckt und er merkt, upsala, stimmt ja, hab ja einen Foul auch vorhin abgepfiffen. Nee, zählt nichts, war ja eindeutiges Foul. Also, es ist so ein Durcheinander wieder. Sie diese Unsicherheit, die auch der Videobeweis diesen Schiris einbringt. So eindeutig sichtbar. Nein, natürlich auch das, ja, den Funken Matchglück, definitiv. Dass sie da wieder diesen Freistoß sensationell, Zuckerfreistoß reinhaut. Und du eine Minute später das 2-0 machst. Damit war das Spiel eigentlich auch vorbei. So, das Matchglück haben wir ja gerade auch auf unserer Seite. Und dann war es wieder ein relativ solider Heimsieg am Ende des Tages, wenn man das ganze Spiel anguckt. Also. Man hätte von mir aus gerne auch noch ein bisschen mehr Gas geben können. Also
das 3-0 war Klopp noch drin auf jeden Fall. Also wir hatten, also, was ich damit meine, war noch drin, wir hatten noch eine Chance von Al-Ghadoui, glaube ich, wo dann danach auch noch Eklow noch den Nachschuss hat. Aber ich meine, juckt mich jetzt nicht, ob wir das 2-0 oder 6-0 gewinnen, aber nur mal zum Vergleich hat der Bielefeld halt zu Hause 6-0 gewonnen. Die haben weiterhin Bock gehabt und Vollgas gegeben und Torverhältnis, Arbeit hätten wir auch leisten können mit dem Spiel. Definitiv, weil da sind wir immer noch nicht 100% dabei. Immer noch 7 Tore schlechter als Hamburg und 10 schlechter als Bielefeld. Aber erstmal nichts zu beschweren. Zweiter, alles in Ordnung. Den Platz können wir auch gerne halten. Ist mir egal eigentlich, ob wir Erster oder Zweiter werden. Jetzt geht's nach Fürth. Da kommt nachher, oder was heißt kommt nachher? Da nehme ich jetzt gleich direkt, zeitlich direkt gleich drauf, die Preview auf. Und dann kommt schon der Knaller gegen Bielefeld zu Hause. Achso, mal gespannt. Sind wir mal gespannt. Es wird wahrscheinlich echt bis zum Ende relativ eng bleiben. Bielefeld spielt ja noch in Hamburg und noch bei uns. Wenn die beiden Spiele verlieren, dann hätten wir es vielleicht sogar quasi mit dem HSV zusammen geschafft, die wieder auf den dritten runterzubringen, weil das ist ja eigentlich das, was auch so ziemlich jeder erwartet oder jeder HSV und VfB-Fan so hofft quasi, dass sie noch irgendwie dass sie einfach noch ein bisschen runterfallen. Und dann Hamburg und wir, dass die 1 und 2 ausmachen und Bielefeld Dritter wird. Das ist, glaube ich, so die große Hoffnung. Wahrscheinlich aus dem HSV-Fanlager. Und dann würde ich sagen, schreibt mir Meinungen wie immer zu allem. Kanal, Podcast, wie auch immer. Und halt vor allem auch zum Spiel, zur Lage vom VfB. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.